Kaninchen sind ja generell schöne Tiere. Zumindest wenn man sie selber hält und sie sich nicht unkontrolliert an deinem Gemüsegarten zu schaffen machen. Generell sind wir ja alle tierlieb und das Wohl unserer Vierbeiner als Haustier ist uns auch sehr lieb. Aber wenn sich mal eine Familie Wildkaninchen über dein Feld hermacht und über Nacht das gesamte Gemüsebeet und damit auch deine Arbeit zunichte macht, wünscht man sich doch, dass die Kaninchen lieber woanders nach Nahrung suchen. Generell sollten wir aber vorn anfangen, und zwar mit dem Kaninchen. Wer selbst mal eins gehalten hat, weiß sicherlich schon, dass sie nicht nur zum Vertilgen von Möhren super geeignet sind, sondern quasi alles an Biomüll verwerten können, was anfällt, wenn du dir einen leckeren Salat kochst, grillst, bäckst oder sonst was. Zudem können sie auch ganz gut buddeln. Genauer gesagt leben sie immer in einem unterirdischen Bau, wo sie auch bis zu 3 Meter tiefe Gänge anlegen können. Also liegt auf der Hand, dass wir hier ein Problem haben. Zumindest wenn wir wollen, dass unsere Pflanzen irgendwann Ertrag erbringen und nicht eingehen, weil ihnen die Blätter vom Kopf gefressen werden. Und der löcherige Gartenzaun ist hier nicht die Lösung, da er ganz einfach untergraben werden kann, wenn die Tiere nicht schon durch die Lücken passen. Wirksame Lösungen gibt es gleich eine ganze Handvoll. Ein sicherer Zaun wäre da zum Beispiel eine davon. Dazu benötigst du einen Maschendrahtzaun, da sich die Kaninchen durch den Stahl nicht durchbeißen können. Und zudem muss er auch lückenlos und 1,5 Meter unter der Erde verlegt werden. Ist aufwendig, aber nur so bekommt man die Garantie dafür, dass deine Blätter bleiben, wo sie sind. Wenn dir die Graberei zu viel ist und du keinen Zaun um deinen Garten möchtest, kannst du noch auf zahlreiche weitere Alternativen zurückgreifen, die sich den guten Geruchssinn zunutze machen. Eins der eher kontroversen Hausmittel sind da benzingetränkte Lappen, die den Kaninchen so gar nicht gefallen. Jedoch ist allein der Gedanke davon, Benzin so nah an deinen zukünftigen Lebensmitteln zu haben, sehr abschreckend. Andere Duftstoffe wie zum Beispiel Lavendelöl, Fischöl oder selbstgemachte Sprays mit scharfem Aroma wie Tabasco kann man da schon deutlich bedenkenloser zwischen seine Pflanzen träufeln, muss diese aber auch häufiger auffrischen, damit die Wirkung erhalten bleibt. Also quasi täglich, weil das sehr schnell verdunstet logischerweise. Hunde oder Katzenhaare suggerieren den Kaninchen die Anwesenheit eines Fressfeindes und sind damit auch sehr wirksam. Ach, was soll der Geiz? Ein ganzes Tier tut sogar noch besser. Wenn sich dein Garten aber nicht für ein Haustier eignet oder wahrscheinlich hast du auch ganz andere Gründe für oder gegen die Anschaffung eines Haustieres, gibt es auch ganz praktische Mittelchen, die dir beim Fernhalten von den langohrigen Knabbertieren behilflich sein können. Praktisch sind hier die Kaninchenstopp-Pellets, die du auch in unserem Shop finden kannst. Diese kombinieren die Geruchswirkung vom Lavendelöl in einer speziellen Formulierung, die eine länger anhaltende Wirkung ermöglicht, und in einem praktischen Granulat, welches sich leicht ausbringen lässt. Dadurch kann man es sehr gezielt um sein Beet ausbreiten, um eine Barriere zu erschaffen, und die Granulatformulierung verlängert die Wirksamkeit auch bei feuchter Witterung. Hier reicht es, die Barriere nach einem Monat circa zu erneuern und man hat einen wirksamen Schutz vor den Kaninchen, ohne diesen Schaden zuzufügen. Also ist es kein Gift, was die Tiere jetzt an einer Gartentür umbringt oder so. Insgesamt ähnelt diese Behandlung aber auch sehr der Fernhaltung von Mardern, gerade auch weil man die Marder ohne Jagdschein nicht töten darf. Aber die Methoden sind auch sehr ähnlich tatsächlich, weshalb du auch unseren Marderball nutzen kannst, um deine Kaninchen fernzuhalten. Dieser baut nämlich auch auf die Gerüche von Lavendelöl und Hundehaaren auf und das kommt uns ja natürlich mittlerweile schon sehr bekannt vor. Also vielleicht etwas unpraktischer für die Anwendung im Garten, aber tatsächlich auch wirksam, wenn du einen überdachten Ort vor Kaninchen absichern möchtest. Und damit wäre das auch schon alles, was du zum Thema Kaninchen im Gemüsegarten wissen musst. Wenn für dich ein paar Tipps dabei waren, die du in deinem Garten anwenden kannst, dann darfst du diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Für weitere Inhalte zum Fernhalten ungebetener Gäste in deinem Garten darfst du gerne auch unseren Kanal abonnieren. Gerade jetzt, wo die Gartensaison wieder losgeht, werden wir uns mit einigen Themen dazu beschäftigen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!